Wenn die Bagger zu graben beginnen, starten junge Familien oft ihr Lebensprojekt Haus bauen. In den vergangenen Jahren sind es allerdings immer weniger geworden. 2019 hat es in Österreich noch rund 85.000 Baubewilligungen gegeben. 3 Jahre später waren es nur noch 59.000, ein Viertel weniger. Das eine ist natürlich, wir haben eine KIM-Verordnung bekommen, die das Finanzieren deutlich erschwert hat bei gleichzeitig steigenden Zinsen. Wir haben einen unheimlichen Anstieg der Baumaterialien und der Löhne gesehen, das natürlich das Bauen sehr stark verteuert hat. Aber diese Themen sind abgehakt, die Finanzierungen sind leichter, die KIM-Verordnung ist entschärft, die Zinsen werden nach unten gehen, gehen jetzt schon nach unten, kann man schon gut finanzieren wieder. Darum ist die richtige Zeit, um darüber nachzudenken und zu beginnen, jetzt. Die Preise haben sich also stabilisiert. Billiger wird es allerdings nicht mehr, sagen Experten. Ein Grund dafür ist die Zukunft. Bis 2026 wächst Österreich um 106.000 Personen. Das Problem, die Baubewilligungen sinken. Wohnraum wird dadurch immer knapper. Zu wenig Angebot führt zwangsläufig zu höheren Preisen. Dazu kommt die sogenannte Dekarbonisierung, also ein künftig niedrigerer Energieverbrauch bei Bauen und Wohnen. Das heißt, da sind große Investitionen und Kosten damit verbunden. Das heißt, das Bauen wird mittel- und langfristig teurer werden. Wer beabsichtigt zu bauen, hat jetzt, glaube ich, einen guten Zeitpunkt, dass er noch in einer sehr verträglichen Kostenstruktur sein Bauwerk vollenden kann. Jetzt zu bauen hat viele Vorteile. Material ist verfügbar, Material ist kalkulierbar. Die Firmen haben die entsprechenden Kapazitäten, die Firmen haben entsprechend gut ausgebildete Mitarbeiter. Der Einheitspreis wird mit Sicherheit nicht günstiger, da die nächsten Lohnerhöhungen im Mai mit ca. 8% zu erwarten sind. Eine immer größere Rolle spielt für viele Häuselbauer die Nachhaltigkeit. Wer klimafreundlich bauen will, nimmt Holz, verbraucht damit um die Hälfte weniger Treibhausgasemissionen. Das Material, das ich einsetze für ein Einfamilienhaus, also um ein Einfamilienhaus zu errichten, das wächst in Österreich in einer Minute nach. Welcher Baustoff es dann auch wird, Experten raten, rechtzeitig und richtig planen, etwa was Größe und Finanzierung betrifft. Aufpassen heißt es vor allem bei der Wahl der Baufirma. Hier immer meine große Warnung: Billig ist hier nicht Geiz ist geil, sondern billig kann oft in mangelhaften Bauwerken auch führen. Das ist sehr schlecht. Also in diesem Bereich auch ganz wichtig. Das ist für viele die größte Investition ihres Lebens, hier auch die Verträge mit einem Anwalt zu prüfen und sich genau zu überlegen, mit wem gehe ich sozusagen diesen Weg. Wer all das beachtet, kann loslegen. Bagger und Baumaschinen stehen jedenfalls bereit. Sie können jederzeit zu graben beginnen.